so schön wie der Norden, singen und klingen durchs Land, erzählen von blühender Heide, von Deichen, von Inseln und Strand. Lieder so schön wie der Norden, Lieder wie Ebbe und Flut, Menschen, die fröhlich zu leben verstehen, das macht den Norden so schön. Ein Korn und ein Bier und ein Schifferklavier gibt es nicht nur in Hamburg bei Nacht. Dieses endlose Land zwischen Heide und Strand hat schon manchen zum Sänger gemacht. Auch wenn unser Plattdütsch nicht jeder versteht, er weiß, woher der Wind weht. Lieder so schön wie der Norden, singen und klingen durchs Land, erzählen von blühender Heide, von Deichen, von Inseln und Strand. Lieder so schön wie der Norden, Lieder wie Ebbe und Flut, Menschen, die fröhlich zu leben verstehen, das macht den Norden so schön. Wenn an tiefblauen Seen sich die Windmühlen drehen, klingen Lieder von überall her. Und die Menschen hier sind so rau wie der Wind, doch ihr Herz ist so weit wie das Meer. Bei einem Glas Rum wird geklönt und gelacht und gesungen bis tief in die Nacht. Lieder so schön wie der Norden, singen und klingen durchs Land, erzählen von blühender Heide, von Deichen, von Inseln und Strand. Lieder so schön wie der Norden, Lieder wie Ebbe und Flut, Menschen, die fröhlich zu leben verstehen, das macht den Norden so schön. Lieder so schön wie der Norden, Lieder wie Ebbe und Flut, Menschen, die fröhlich zu leben verstehen, das macht den Norden so schön. Zuschauer an den Bildschirmen zur 38. Folge Geschichten aus der Hafenbar. Und ein herzliches Dankeschön natürlich Ihnen allen, die Sie zu uns in die Gildehalle nach Grömitz gekommen sind. Die Hafenbar ist zu Gast in Grömitz und das ist im Ostsee-Ferienland in Ostholstein. Viel Musik von der Küste mit Melodien von Wolken, Wind und Wogen haben wir mitgebracht. Viele Akteure, viele Chöre, um Sie alle zu Hause und hier im Saal musikalisch zu unterhalten. Wir freuen uns sehr, Gäste aus Küritz begrüßen zu dürfen. Küritz liegt in Brandenburg und es gibt da wundervolle Seen, eine richtige Seenkette. Und seit über 60 Jahren wird dort in Küritz gesegelt. Immer zum Ende dieser Höhepunkte, dieser Segelwettstreite wurde gesungen und daraus entstand ganz einfach die Idee, einen Chor zu gründen. Der Golden Winds aus Küritz. Ich weiß nicht, ist ja umrandet ein bisschen mit viel Wäldern, Seen, ob da überhaupt so ein Wind mal durchpfeifen kann. Aber wenn man die Jungs so sieht, die Sie, meine Damen und Herren, an den Bildschirmen und natürlich in der Halle gleich erleben werden, sind schon richtig wettergegerbte Burschen dabei. Es sind alles Segler und jetzt singen sie davon, was sie erleben auf den Meeren oder auf den Seen. Ne? Wunderbar, wir freuen uns auf den Shantychor de Golden Winds aus Küritz an der Knotter. Johnny, Johnny, John, come along, come along. Oh, Johnny, Johnny, John, come along. Don't stand there like a silly old fool. Don't stand there and don't be so cool. Don't be see of a lady.
and the peas with the mouse in the bank. Down by the sea, down by the sea, let the waterman's go. Johnny John was a sailor man. He has been all around all the day, joking with the lazy, playing hide and seek. Happy at the day when a finger, 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 not a penny he had to pay for the dinner for the day. Down by the sea, down by the sea. Sehr verehrten Damen und Herren, bei dieser Fernsehaufzeichnung, wir haben ein Motto, der Fischmarkt auf Reisen. Und dieser Fischmarkt, von dem wir jetzt sprechen wollen, kommt aus Hamburg. Einige Buden, ein Fischstand haben wir hier mit den zauberhaften Damen und Herren, die diesen Fisch feilbietend allen sonntags, ja wohl bekannt, vom Hamburger Fischmarkt, geht es ganz früh los, 6 Uhr morgens und die Frühaufsteher 5 Uhr morgens, man macht meistens die Nacht durch auf der Reeperbahn und Umgebung und geht dann direkt auf den Fischmarkt hinter den Landungsbrücken. Ich erwarte jetzt einen Gast und hoffe, dass er zu mir kommt. Da kommt er ja auch schon. Das ist der Chef vom Hamburger Fischmarkt auf Reisen, Dirk Marx. Hallo, Peter. Herzlich willkommen bei uns in der Hafenbar. Schön, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu sein. Das freut uns. Hamburger Fischmarkt auf Reisen. Steht ja so ein bisschen die Wachs, hat direkt oder indirekt mit den Fischmärkten zu tun, die auf Reisen ist. Und wo fahren wir hin mit den Fischmärkten? Wo kann man den Fischmarkt in Deutschland und Umgebung sehen? Also wir sind seit 25 Jahren auf Reisen. Ich bin noch nicht ganz so lange dabei. 20 Jahre mache ich das jetzt. Wir fahren in die großen Städte Deutschlands, Stuttgart und München. Aber auch kleinere Städte wie Aschaffenburg, Friedrichshafen, Kassel, Ingolstadt, dann nach Österreich, Innsbruck, Wiener Neustadt, Linz. Und das weiteste weg, was wir mal waren, war in Meran in Südtirol. Aber es gab auch erste Gespräche mit Kasan in Tatarstan. Donnerwetter. Ja, ich meine, die brauchen ja auch unseren Fisch, ne? Wenn man das natürlich so sieht, ich habe es ja nun selber miterlebt, besteht ja, und das ist das Wichtige, glaube ich, auch bei euch, bei euren Fischmärkten auf Reisen, dass es sich da nicht darum handelt, dass also Fisch, Obst und was auch alles dargeboten wird, schreienderweise wie die Marktschreier, sondern sie bauen ja mit ihrem Team im Prinzip einen riesengroßen Biergarten auf, umrahmt von den Spezialitäten und Köstlichkeiten aus dem Meere. Wir möchten ungern das Flair eines Biergartens haben, sondern wir selber bezeichnen uns als Erlebnisgastronomie, denn auch wir verkaufen nicht nur etwas, also die Marktschreier haben festen Platz bei uns, nein, wir bieten auch in über 60 verschiedenen Sorten Fisch zum Essen und aber auch zum Mitnehmen, und ich denke, das ist das, was unsere Veranstaltung so besonders macht. Mir geht es ja ähnlich, weil ich esse ja jeden Tag Fisch, nur sonntags nicht, da esse ich Aal. Wie ist das denn, weil wir dürfen ja du zueinander sagen, weil wir uns kennen. Wie ist es denn bei dir, wenn man tagtäglich mit diesen Köstlichkeiten aus dem Meere zu tun hat, isst man ihn denn selbst auch noch gerne?
Ja, jeden Tag, wenn ich im Geschäft stehe. Ja. Also Aal habe ich früher als Kind viel gegessen, das sieht man auch. Aber jetzt ist für mich immer noch das also Fischfrikadellenbrötchen oder das Krabbensalatbrötchen fester Bestandteil, wenn ich in meinem Laden stehe und meine Familie macht das seit 60 Jahren, Fischbrötchen. Ja. Natürlich, Fisch gehört dazu. Man sagt ja im Volksmunde immer, Fisch muss schwimmen. Ist das wirklich so, dass man sagt, nun hat man vielleicht auch einen leckeren Aal, der ist ja auch ein bisschen fettig, oder was es hier angeboten wird, Krabben oder Lachs und was, der ja eigentlich zart und lecker schmeckt, sollte man denn auch so einen kleinen dahinterher nehmen oder ist das Quatsch, dass er schwimmen soll? Also Fisch war schon immer gastronomiefreundlich, weil so ein schönes mattes Brötchen macht natürlich auch Durst. Ja. Andersrum wird aber auch ein Schuh draus, wenn ich erstmal so ein, zwei, drei, vier Biere habe, dann schmeckt so ein leckeres Fischbrötchen als Grundlage für weiteres auch ganz gut. Das ist doch klasse, das geht doch alles. Sehen Sie, meine Damen und Herren, sollten Sie dort, wo Sie zu Hause sind, einmal lesen, dass der Hamburger Fischmarkt auf Reisen in Ihre Stadt kommt, dann würden wir uns alle freuen und Sie sicherlich auch mit Ihrem Team in dieser Stadt, Sie alle dort begrüßen zu dürfen. An den Bildschirmen, wir sind in ganz Deutschland unterwegs, Fisch gibt es, Unterhaltung gibt es, Musik gibt es, ein besonderes Flair wird aus Hamburg in die Welt hinausgetragen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Dirk Marx, und natürlich beim gesamten Team, dass das alles so schön ist und wir wünschen Ihnen allen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Er ist auch on Tour, ebenso wie der Hamburger Fischmarkt. Als Entertainer können Sie ihn nicht nur in seiner Heimat auf der schönen Insel Rügen erleben, er ist in vielen Kultureinrichtungen in ganz Deutschland und auf Kreuzfahrtschiffen mit seinen Programmen unterwegs. Er hat ein wunderschönes Lied für Sie mitgebracht, My Bonnie is Over the Ocean, und alle können jetzt mit einstimmen. Viel Vergnügen mit Jörg Hinz. My Bonnie is over the ocean. My Bonnie is over the sea. My Bonnie is over the ocean. So bring back my Bonnie to me. Bring back, oh bring back my Bonnie to me, bring. Dein Bonnie ist weit in der Ferne, dein Bonnie fährt über das Meer. Oh, geh mir zurück aus der Ferne, dein Bonnie kommt bald wieder her. Bring back, oh, bring back my Bonnie to me, bring. Dein Bonnie hat dir nicht geschrieben, dein Bonnie kommt einmal zurück. Der Wind bringt ihm all deine Grüße und sagt ihm nur, er ist dein Glück. Bring back, oh bring back my Bonnie to me, bring. My Bonnie is over the ocean. My Bonnie is over the sea. My Bonnie is over the ocean. So bring back my Bonnie to me. Bring back, I'll bring back my Bonnie to me, bring. My Bonnie to me.
Eines stammt aus der eigenen Feder, wie dieses, denn sie kommen ja aus Kelnhusen. Und dort ist es so, dass nicht immer der Wind schuld ist, wenn am Strand ein Strandkorb wackelt. Und das ist auch ihr Titel. Hier ist für euch und für sie Matt Murph Mehun. Spaß ist riesengroß. Mädels kommen scharen und gehen gleich an den Strand. Die Casanovas warten mit der Hülse in der Hand. Es wird nicht lang gefackelt und es kommt zum ersten Date, damit die Mädels wissen, was im Norden so abgeht. Die Jungs, sie wollen's wissen und baggern gleich ganz forsch mit feurig treuen Blicken mit einem Ossidor. Denn wenn nass der Strand und wackelt, liegt das nicht nur am Wind. Der Boot über der Ostsee wird vor Leidenschaft ganz blind. Die Mögen flattern wild umher und finden keine Ruhe. Tragen dann am nächsten Tag weiße Gummischuhe. So war das auch mit Waldraum, sie kam zum ersten Mal. Die Ostseeluft genießen, den Weg von Baunatal. Auf Wind, Meer und Sand und auf die tollen Typen im schönen Ostseestrand. Schwarzgelockter Blonder, der hat sie angetan. Sie seien mit dem Surfboard in der Mittagssonne fahren. Die Haare wehen cool im Wind, der Körper braun gebrannt. Die Sinne fing an zu schwinden, als er so vor ihr stand. Denn wenn das der Strandkopf wackelt, liegt das nicht nur am Wind. Der Boot über der Ostsee wird vor Leidenschaft ganz blind. Die Möwen flattern wild umher und finden die keine Ruhe. Tragen dann am nächsten Tag weiße Gummischuhe. Waldraut wurde schwach, als er sie in die Arme nahm, da gab ich ihr Namen. Am ersten Abend sah man sie, sie gingen Hand in Hand. Zum Strand kommt Luft mal 110, der Rest ist nicht bekannt. Der Urlaub ging zu Ende, die Zeit war wunderschön. Und beide Herzen schworen sich, es gibt ein Wiedersehen. Der letzte Tag im Strandkorb, sie schauten auf die See. Ein letzter Kuss im Winde, der Abschied tat sehr weh. Denn wenn nass der Strandkorb wackelt, liegt das Licht nur am Wind. Der Boot über der Ostsee wird vor Leidenschaft ganz blind. Die Möwen flattern wild umher und finden keine Ruhe. Tragen dann am nächsten Tag weiße Kuss. Denn wenn nass der Strandkorb wackelt, liegt das Licht nur am Wind. Der Boot über der Ostsee wird vor Leidenschaft ganz blind. Vor 30 Jahren ist dieser Künstler, den ich Ihnen jetzt gerne präsentieren möchte, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Showgeschäft. Wir sind sehr, sehr gute Freunde. Er hat ein schweres, zeitliches, na, ich will das mal anders sagen. In dieser Zeit seines Daseins, seiner großen Karriere, schwere Zeiten durchmachen müssen, aber er ist wieder der Mann, der oben auf ist, mit seinen Liedern, mit seinen ganzen Wesen begeistert er immer wieder die Menschen, ist ein fröhlicher Mensch und wir wünschen ihm natürlich auch alles Gute. Er war in den 80er Jahren, will ich das mal sagen, hat er einen Titel wieder populär gemacht, der schon fast in die Vergessenheit geraten wäre, wenn er diesen Titel nicht neu aufgenommen hatte. Du schwarzer Zigeuner. Ach, da liegt ja schon in der Musik und in der Anse eine Musikalität drin. Aber ich freue mich ganz besonders, dass ich Ihnen diesen, meinen Freund,
heute Abend präsentieren kann. Sie erleben jetzt zu Hause und hier in der Gildehalle in Grömitz den schwarzen Zigeuner. Denn hier ist für Sie Peter Sebastian. Du schwarzer Zigeuner, komm, spiel mir was vor, denn ich will vergessen heut, was ich verlor. Du schwarzer Zigeuner, du kennst meinen Schmerz, und wenn deine Geige weint, weint auch mein Herz. Spiel mir das süße Lied aus goldener Zeit. Brauch Tanz und Lichterglanz und Musik dazu. Grad weil ich so traurig bin, bleib ich nicht gern allein. Will mein Herz betören bei Musik und Wein. Du schwarzer Zigeuner, komm, spiel mir was vor. Schwarzer Zigeuner, komm, spiel mir was vor, denn ich will vergessen heut, was ich verlor. Du schwarzer Zigeuner, du kennst meinen Schmerz. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt Martin Riedel, Touristikleiter in Kelnhusen, vorstellen. Herzlich willkommen, Herr Riedel. Schönen guten Abend, Frau Carina. Kelnhusen gehört genau wie Grömitz und Dahme zum Ostseeferienland. Dazu gehört natürlich noch Lensahn und Grube als Achterland. Genau. Und ich muss sagen, Kelnhusen ist ja so eine richtig, zu einer richtig kleinen Perle geworden an der Ostseeküste. Früher so ein kleines Fischerdorf, heute ist es eine richtige kleine Perle. Ein guter Ort, um in Ruhe Urlaub machen zu können. Und vor einigen Jahren, also es war genau 2008, waren wir schon einmal in Kelnhusen, haben uns alles angeschaut. Damals war auch der Chor aus Kelnhusen und Sie zu Gast bei uns in der Hafenbar. Und es hat sich sicherlich einiges getan in der Zeit. Was ist alles passiert in Kelnhusen? Also, es entwickelt sich immer weiter, das ist klar. Kelnhusen ist 125 Jahre Seebad, Sie haben es gesagt. Und wir haben uns immer wieder natürlich den Wünschen der Menschen angepasst. Immer wieder auch etwas voraus. Ich habe hier zwei Scheiben in der Hand, da komme ich nachher nochmal zu. Wir sind nämlich auch Trendort. Das hört sich gut an. In den letzten 10 Jahren haben wir viel für unsere Infrastruktur getan. Sie haben es richtigerweise schon gesagt, eine neue Promenade, eine neue futuristische Seebrücke, auf der wir ja auch damals gesungen haben mit unserem Shanty-Chor, haben viel in die Kinderspielplätze investiert. Kelnhusen ist ein Familienort,
aber auch ältere Menschen fühlen sich besonders wohl bei uns, weil Kelnhusen liegt zwischen Wald und Wellen. In den letzten Jahren haben wir viel auch für die touristische Infrastruktur innerhalb des Ortes getan. Viele neue verkehrsberuhigte Straßen sind entstanden. Es gibt keinen Durchgangsverkehr in Kelnhusen. Das ist ideal für Familien. Die Wege zwischen Wald und Wellen, das ist ja auch unser Slogan, zwischen Wald und Wellen sind kurz, 500 Meter ist es mal eben von der Wasserkante bis in den schönen schattigen Wald, den großen Wald mit Wildschweingehege und Spielplatz und. Also da ist... Gibt es eigentlich nur eins, man müsste in Kelnhusen den nächsten Urlaub verbringen, so sowieso, wie ich das jetzt gehört habe. Nun sind Sie ja nicht nur, was heißt nicht nur Touristikleiter in Kelnhusen, Sie sind auch der erste Vorsitzende des Shanty-Chores Achterndiek. Und das ist auch eine große Verantwortung. Sie wurden von einstimmig gewählt von Ihren Mitgliedern. Und wie schaffen Sie das alles? Auf der einen Seite die Arbeit als Touristikleiter und immer dem Chor gerecht werden. Ich bin ja totaler Egoist. Ich sage immer, man muss Spaß daran haben, anderen Menschen eine Freude zu machen. Und wenn man das tut, dann kommt diese Freude zurück. Und genau das gilt für die Arbeit an den Gästen und für die Gäste. Und das Gleiche gilt auch für den Shanty-Chor Achterndiek. Ich habe so einen tollen Chor mit so vielen tollen Menschen, mit jungen. Guck mal, gibt es einen Chor mit so vielen jungen Menschen im Shanty-Chor? Das ist doch hervorragend. Da macht das Arbeiten Spaß. Das ist gar keine Arbeit. Das ist schön, wenn es Spaß und Freude macht, dann geht auch alles viel besser von der Hand. Und wir wollen natürlich den Chor auch singen hören am heutigen Abend. Ja. Ein wunderschönes Lied haben Sie mitgebracht, Drunken Sailor. Und das hören wir nachher gleich. Und zwar vom Shanty-Chor Kelnhusen. Richtig heißt es vom Shanty-Chor Achterndiek Kelnhusen. Vorher aber darf ich nochmal zu Trendsport kommen, wenn Sie gestatten. Ich hatte eben gesagt, dass wir, Sie sprachen Kelnhusen davon ruhig. Ja klar, wir sind überschaubar und ruhig, hier kann man richtig schön abtauchen, mal den Alltag vergessen, aber man kann auch viele Aktivitäten durchführen. Und in Kelnhusen gibt es die größte Discgolfanlage Deutschlands. 22 Körbe stehen in unserer schönen Natur am Strand verteilt und das sind so Discgolfscheiben. Das ist ein richtiger Sport. Da muss man also, Sie können es ja mal lernen bei uns. Wenn Sie mit Fide bei uns sind, nicht? Die beiden Scheiben jedenfalls gebe ich Ihnen schon mal zum Üben. Na prima, da komme ich auf jeden Fall im nächsten Jahr, im nächsten Sommer bin ich in Kelnhusen. Das meine ich doch. Vielen Dank. Danke auch. Und für Sie, liebe Gäste, jetzt der Shanty-Chor Achterndiek Kelnhusen. Viel Vergnügen!
Herzlich willkommen im Hotel Windspiel, direkt am Kurpark und nur 250 Meter vom herrlichen Grömitzer Strand entfernt. Am Morgen erwartet Sie ein leckeres und reichhaltiges Frühstücksbuffet in gemütlicher Atmosphäre, um Sie gestärkt zu neuen Erlebnissen an der Ostsee zu entlassen. Das Restaurant Klabauterstube ist auch am Abend Treffpunkt für alle Gäste. In der gemütlichen maritimen Atmosphäre, bekannt durch TV-Sendungen, erleben Sie kulinarische Highlights, die Küche und Köche täglich für Sie kreieren. Gut geschulte Mitarbeiter umsorgen Sie mit viel Liebe und jederzeit Spaß bei der Arbeit. Sofort sind Sie integriert in die große Familie und fühlen sich wie zu Hause oder sogar besser. Stammgäste werden Ihnen dies gerne bestätigen. Das Haus ist ganzjährig geöffnet und hält rund ums Jahr auch verschiedene Wochen- und Wochenendprogramme für Sie bereit. Nicht nur ein schmuckes Hotel an einem Ostsee-Traumstrand mit kulinarischen Highlights erwartet Sie hier im Windspiel, sondern eine ganze Familie, die es nicht erwarten kann, gerade Sie kennenzulernen und zu verwöhnen. Herzlich willkommen im Hotel Windspiel. Ganz herzliches Dankeschön dem Shanty-Chor aus Grömitz, die mit ihrem Lied Molly Molloon sie begeistern konnte. Auch Plattdeutsch wird natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im Saal, bei den Fischern. Wenn die mit ihren Fischen, Schiffen hinausfahren, um die Fische einzufangen, wird ja auch ein bisschen Plattdeutsch gesprochen. Und wir haben ja einige Köstlichkeiten ja auch hier in unseren Räumlichkeiten. Wenn Sie einen großartigen und schönen und guten Fang hatten, dann wird hinterher auch so richtig gefeiert. Und davon weiß Uta Carina ein Lied zu singen. Die Fischer an der Förde. Uta Carina. Was ich euch berichte, habe ich selber erfahren von Fischern aus Flensburg und Kiel. Das ist natürlich kein Seemannsgarn, auf jeden Fall nicht so viel. Wenn die Fischer vom Fischen nach Hause kommen, dann stehen alle Mädels am Strand. Dann gibt es erstmal einen nordischen Rumpf und alles tanzt barfuß im Sand. Dabei wird gesungen und gelacht, an Arbeit wird nicht mehr gedacht. Ist das nicht ein herrlicher Brauch? Wisst ihr was? Das tun wir jetzt auch. Wie die Fische an der Förde fallen.
ganze Jahr. Auch wenn wir dabei seekrank werden, morgens auf See, nachts an der Bar, wie die Fische an der Förde, wie die Fische feiern wir, richtig mit Seegang auf der Erde. Und einer spielt auf dem Schiffe Klavier. Und gab es mal wieder einen riesigen Fang, hart war die Arbeit auf See, dann feiern die Fischer drei Tage lang und schunken von Luft nach Lee. Und der Käpt'n, der nimmt seine Frau an die Hand und ist wieder ganz jung verliebt. Die Matrosen, die schmusen mit den Mädels an Land, weil es nichts Schöneres gibt. Dabei wird gesungen und gelacht, an Arbeit wird nicht mehr gedacht. Ist das nicht ein herrlicher Brauch? Wisst ihr was, das tun wir jetzt auch. Wie die Fische an der Förde feiern wir das ganze Jahr. Auch wenn wir dabei seekrank werden, morgens auf See, nachts an der Bar. Wie die Fische an der Förde, wie die Fische feiern wir, richtig mit Seegang auf der Erde. Und einer spielt auf dem Schiffe Klavier, einer spielt auf dem Schiffe Klavier. Damen und Herren, seit fast 20 Jahren singen Sie. Ich glaube, bei der Gründung dieses Shanty-Chores wurden es 11 Sänger, die versucht haben, sich zusammenzuschließen, um Seemannslied gut zu singen. Heute sind es bereits 25 in der Regel, die zum Singen kommen. Über 50 Titel haben Sie in Ihrem Repertoire. Und wunderschöne Lieder. Und werden Sie in kürzester Zeit Ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Und heute Abend werden Sie uns mit einem großartigen, wunderschönen Titel begeistern, mit Ihrem Vorsänger Eckhardt. Und dieser Titel heißt natürlich, wie alle Seeleute gern, die auf Reisen gehen, nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Der Shanty-Chor aus Bolzum. In der Heimat an der Vorderkant, 3 Meilen vor der See, lag im weiten grünen Binnenland unser Haus an der Elbchaussee. Fröhlich spielten wir Mann und Stürmann, rochen nachts im Bett noch nach Teer. Wir heuerten im Waschpass an, wollten hinaus aufs Meer, wollten hinaus aufs Meer. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise, nimm uns mit in die weite, weite Welt. Wohin geht, Kapitän, deine Reise, bis zum mancher glaubt heut, fern vom Heimatland, dort draußen blüht das Blut.
schmolzig in die Wellen gewann und will nie mehr nach Haus zurück. In der Fremde war er ein reicher Mann, aber glücklich wurde er nicht und legt ein Schiff aus Hamburg an. Steht er am Kai und spricht, steht er am Kai und spricht. Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm mich mit, denn ich kenne jetzt die Welt. Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise. Bis nach Hause, hier nimm all mein Geld. Hallo, ja, hey, hallo, ja, hey, hallo, ja, hey.
Herzlichen Dank natürlich Matt Murph Mahoon. Und das ist nochmal euer Applaus. Es ist die Zeit, in der die Dame, die ich Ihnen jetzt präsentieren darf, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Hitparaden stürmt. Egal welches Lied in die Hitparade kommt, sie ist immer, und das ist jetzt kein Spruch von mir, sie ist immer unter den ersten drei zu finden. Mit ihrer ersten Geschichte, die sie in diese Hitparade reinbrachte, katapultierte sie von 0 auf 1, hat diesen ersten Platz über viele Wochen behalten, denn 7-mal darf man in der niedersächsischen norddeutschen Hitparade gewählt werden. Wunderschöne Titel hat sie gesungen und sie ist auch die Dame, die das erste Musikhotel in Deutschland eröffnet hat. Viele Künstler geben sich dort ihr Stelldichein, geben sich die Klinke in die Hand, und das Publikum, was jeden Tag dort in dieses Musikhotel in Jesnitz eintrifft, zu begeistern. Wir freuen uns jetzt ganz, ganz besonders, dass wir diese Künstlerin heute hier begrüßen dürfen. Denn hier ist für Sie mit Spuren von ihr Angela Nowotny. Sitzt er mit seiner Gitarre, spielt wunderschön und ein Lächeln liegt in seinem Blick. Man spürt, er ist tief in der Seele berührt und spielt diese Traummelodie nur für sie. Die Spuren von ihr findet man in seinen Liedern. Da ist so viel Gefühl und so viel Sehnsucht in seinen Tönen. Sie ist bei dir, wird die Gefühle erwidern. Wollt er sich an nichts und an niemanden binden, hat nicht gemerkt, dass ihm dabei so vieles entgeht. Kann sein, er war einfach zu lange allein. Sie kam und sein Leben fing an, ganz neu. Die Spuren von ihr findet man in seinen Liedern. Da ist so viel Gefühl und so viel Sehnsucht in seinen Tönen. Sie ist bei dir, wird die Gefühle erwidern und lässt ihm dafür seine Lieder. Da ist so viel Gefühl und so viel Sehnsucht in seinen Tönen. Sie ist bei dir, wird die Gefühle erwidern. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus.
Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Wohin die Seefahrt mich im Leben trieb, ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb. In jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schrieb sie, bleib nicht so lange fort. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Das war die 38. Folge Geschichten aus der Hafenbar unter dem Motto Der Hamburger Fischmarkt zu Gast im Ostsee-Ferienland. Und wir sagen ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Mitwirkenden vor und hinter der Kamera. Es hat uns viel Spaß gemacht, diese Folge gerade hier in Grömitz in der Gildehalle drehen zu dürfen. Und wir hoffen, bei Ihnen zu Hause an dem Bildschirm hat es Spaß gemacht. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass es uns hier alle in der Gildehalle besonders viel Spaß gemacht hat. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Uta Karina und Fiete Münzner.